Während vor einigen Jahren SUVs nicht groß genug sein konnten, herrscht derzeit ein gegenläufiger Trend. Kleine Vertreter dieser Gattung sind gefragt, die die Parkplatzsuche auch im Großstadtdschungel nicht zu einem aussichtslosen Unternehmen werden lassen. Peugeot reagiert mit dem 2008 auf diesen Trend. Der kleine Franzose ist mit 4,16 Meter sogar noch kürzer als der Opel Mokka. Möglich ist das, weil er auf dem 208 basiert. Für den Fahrer bedeutet das, dass auch enge Tiefgaragen ihren Schrecken verlieren. Trotz der überschaubaren Ausmaße ist im Innenraum viel Platz, der nicht einmal den Vergleich mit dem deutlich größeren VW Tiguan scheuen muss. Vier Erwachsene haben auch auf längeren Etappen keine Not. Weil die Mehrzahl der SUVs auf unseren Straßen sowieso nie ins Gelände darf, verzichtet Peugeot beim 2008 auf einen Allradantrieb. Wer mit ihm aber trotzdem Ausflüge über matschige Feldwege machen will, kann optional entsprechende Reifen und auch eine auf Traktion ausgelegte Stabilitätskontrolle ordern. Zwei Benziner und zwei Dieselmotoren zwischen 82 und 120 PS stehen zur Wahl. Preislich beginnt der 2008 bei 14.700 Euro. Damit ist er lediglich rund 2.000 Euro teurer als der 208. Peugeot scheint mit dem neuen Mini-SUV den Geschmack der Kunden getroffen zu haben. In Frankreich sind am Wochenende der Vorstellung bereits 2.000 Autos verkauft worden. In Deutschland rechnet man mit einem ähnlichen Boom.